analytischer Kaffeeplausch. Ja, willkommen zum zweiten Teil des Vorstellungspodcasts vom analytischen Kaffeeplausch. Wir haben ja uns eigentlich vorgenommen, circa eine Stunde über jeweils fünf unserer unserer prägendsten popkulturellen oder wissenschaftlichen Phänomene zu sprechen. Haben natürlich ein bisschen länger ausgeholt. Das natürlich heißt hier, das haben wir eigentlich erwartet. Und jetzt machen wir weiter. Es bleiben noch jeweils zwei pro Person. Und Rebecca macht jetzt weiter. Genau. Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht, was ich als nächstes mache. Deshalb, ich mache einfach Defense of Abortion. Komm, machen wir das. Ich habe letztes Mal großspurig gesagt? Es ist nicht mal 10 Minuten her und ich weiß es schon nicht mehr. Das ist der bestgeschriebenste Aufsatz oder der beste Aufsatz? Ja, irgendwie vielleicht. So sehr, hast sehr tief gestapelt auf jeden Fall. Ja, absichtlich, damit die HörerInnen wiederkommen. Also es ist ein Aufsatz von Judith Jarvis Thompson von 1971 und ich finde ihn nicht mal so gut wegen ihrer Position. Nicht, dass ich die Position falsch finde. Ich finde es eine gut argumentierte Position für Abtreibung oder für Pro-Choice, wie man vielleicht besser sagen sollte. Aber was ich eigentlich cool finde an dem Aufsatz sind zwei Dinge. Zum einen ihr Vorgehen. Also es geht natürlich um die Abtreibungsdebatte und in den meisten Fällen, wenn es philosophisch um Abtreibung geht, wird halt darüber gestritten, ob Föten Personen sind. Das ist halt der Hauptstreitpunkt. Ne? Streitpunkt? Sagt man das so? Ja. Schon zu lange geredet ist, dass ich noch Wörter fassen kann. Gut, dass ich mit einem Sprachwissenschaftler zusammen diesen Podcast mache. Ja. Also die meisten Leute reden einfach darüber, sind Föten Personen oder nicht. Und dann geht es eben darum, ja, wenn sie keine Personen sind, naja, dann ist es auch Abtreibung okay. Wenn sie Personen sind, nein, das ist Mord und so. Mhm. Und Judith Jarvis Thompson macht halt diesen super coolen Move, ihren GegnerInnen die Prämisse zu schenken. Also sie sagt halt, ich glaube nicht daran, dass Föten Personen sind. Oder zumindest nicht vom Moment der Empfängnis. Vielleicht irgendwann später, aber nicht von Anfang an. Aber ich tue einfach mal so, als ob das wahr wäre und ich zeige euch, dass euer Argument trotzdem nicht durchgeht. Und ich finde das total cool. Ich mag irgendwie dieses Vorgehen. Das ist relativ einflussreich gewesen, eben wie ich gesagt habe, in dieser Debatte das zu tun. Also auch heute noch reden die meisten in der Abtreibungsdebatte eben darum. 50-jähriges Jubiläum dieses Aufsatzes. Ja, stimmt. Und also es ist auch heute irgendwie noch einflussreich. Aber ich glaube, ich mag auch generell diesen Move. Das ist ja, das macht man ja manchmal so in der Philosophie, bestimmt auch in anderen Disziplinen, dass man den GegnerInnen so die Prämisse schenkt, um zu zeigen, dass das Argument trotzdem nicht durchgeht. Weil ein Argument basiert ja nicht nur auf einer Prämisse, sondern ne, auf mehreren Prämissen und einer Konklusion. Und ich finde das irgendwie so cool, so zu tun, als ob man das Argument oder vielleicht auch, dass man das Argument einfach maximal ernst nimmt. Und dann aber trotzdem zeigt, warum es nicht funktioniert. Das finde ich ein total cooles Vorgehen. Das mag ich irgendwie. Mm, mm. Und das, finde ich, macht diesen Ansatz von Thompson total stark. Genau. Ich glaube, das ist ein Grund. Und der andere Grund ist halt ihr total guter Schreibstil. Also ich habe, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, dass Thompson mein Vorbild ist, was wissenschaftlichen Schreibstil betrifft. Weil sie hat so einen ganz klaren, logischen Schreibstil, dass sie so ganz klar macht, das ist meine These, dafür argumentiere ich jetzt, das ist mein Argument, das ist mein Beispiel, das könnten meine GegnerInnen sagen, das sage ich darauf, so definiere ich jetzt meinen Begriff und darauf beziehe ich mich. Und das finde ich, das ist so gut geschrieben. Ja. Ich finde, man kann dem einfach perfekt folgen, aber es ist auf keinen Fall langweilig. Also sie hat auch so einen witzigen Schreibstil dabei. Sie ist so ein bisschen ironisch. Sie benutzt halt unfassbar viele narrative Mittel. Das ist ein Grund, warum ich sie mag. Sie ist halt die Queen von Gedankenexperimenten. Wer diesen Text kennt, weiß natürlich, es geht um das Geiger-Gedankenexperiment. Das kennen viele. Ich will das jetzt nicht erklären, weil da müsste ich ewig ausholen. Was ist los mit mir? Ich müsste ewig ausholen, weil das Gedankenexperiment sehr häufig missverstanden wird. Und das will ich jetzt auf jeden Fall nicht, dass das passiert hier im Podcast. Vielleicht können wir mal eine Extra-Folge dazu machen. Ja, genau, das haben wir ständig. Aber machen wir auch noch, dann hängen wir noch an die Judith Jarvis-Thompson-Folge noch die Folge dran über Wissenschaftlichkeit, wo man eben sieht, wie du so schön gesagt hast, dass wissenschaftliches Schreiben und Klarheit bedeutet, sich angreifbar machen, weil man klar macht, was das eigene Argument ist. Ja. Und deswegen kann man eben sowas wie eine andere Folge, wenn wir sie als Verschwörungsnarrativen eine Folge machen oder so, kann man sehen, die machen sich unangreifbar, deswegen sind sie nicht wissenschaftlich. Es ist kein Beweis, dass es noch keinen Beweis dafür gibt, dass alle es verdeckt halten. Stimmt, ist gut. Ja. Nee, aber ich dachte gerade, als du das gesagt hast, dass es gibt ja immer so dieses Argument, wir müssen Wissenschaft ernst nehmen und damit ist irgendwie gemeint, wir müssen das so weg von
von so Alltagsgespräch oder auch weg von Fiktionalität bringen. Das ist ja auch was Gedankenexperimenten oft vorgeworfen wird. Oh mein Gott, wir sind gleich fertig zum Glück. Dass das halt fiktional ist. Und dass aber, wenn es wirklich um Wissenschaft geht, dann müssen wir doch über so, ne, diese Brute Facts reden, nach Searle, also über Tatsachen oder so und nicht über Geiger, die vielleicht im Krankenhaus an irgendwas angeschlossen werden oder so. Und ich mag das, dass sie so dieses, es ist total, sie nimmt das total ernst und sie hat so ein richtig typisch wissenschaftlichen Schreibstil mit diesem Argument, These, Definition und so. Aber sie peppt das Ganze so auf mit diesen super abstrusen Szenarien. Und das ist passend, aber sie nimmt das beides so ernst und ich mag das irgendwie mega. Ich finde, das macht so diese witzige Wissenschaft, witziger wissenschaftlicher Schreibstil ist so was ich richtig cool finde. Das ist so, also wie gesagt, ist irgendwie mein Vorbild, weil sie so diese coole Mischung aus, es macht Spaß, das zu lesen, und es ist halt einfach klar formuliert. Ich kann einfach Lobesrede. Ich habe jetzt schon total Lust, eine Folge zu machen mit dem Titel: Was macht gute Beispiele aus und warum sind absurde Beispiele die besten? Ja. Naja, weil man sie sich gut merken kann, zum Beispiel. Ne? Also, weil man sie gut weitererzählen kann. Also, das wäre immer meine These, wenn ich sicherlich mal drüber rede. Aber ich weiß echt noch, wie ich mal bei so einem Vortrag war und da waren halt auch Leute, es war so mit Studierenden und es war auch so alles so ein bisschen locker. Leute haben so Wein dazu getrunken und so. Und eine der Professorinnen kam dann auf die Bühne und meinte so: Ey, ich finde, wir sollten jetzt Wissenschaft endlich mal wieder ernst nehmen. Und damit meinte sie eben sowas wie: Leute machen so einen super lockeren Vortrag. Da war halt vor ihr war halt so ein Typ dran, der hat so einen Song gemacht. Der war so, ich weiß es nicht mehr, schon echt lange her, aber er war irgendwie, glaube ich, er hatte, glaube ich, irgendwas mit Quantenphysik zu tun. Er hat halt so einen Song gemacht am Anfang. Und dann hat er halt seinen Vortrag gehalten. Das war einfach mega gut. Ich fand es richtig gut. Und es hat einfach gepasst und alles war so locker und man hat Alkohol, nicht, dass man Alkohol trinken muss dazu, aber nicht. Es war halt so ein informeller Abend. Aber man hat trotzdem mega viel gelernt und dann sagte sie so, weil wir müssen Wissenschaft endlich wieder ernst nehmen. Ich dachte so, nee. Auf der einen Seite, und auf der anderen Seite dachte ich, wenn man Wissenschaft maximal ernst nimmt, dann muss man doch sowas machen. Genau, finde ich auch. Es ist ja kein Widerspruch zu sagen, spielerischer Umgang mit etwas. Ja, wenn jemand, angenommen jemand ist, keine Ahnung, ein genialer Schachspieler und macht mal irgendeinen kleinen Witz zwischendrin oder sowas. Oder ich weiß, das ist kein gutes Beispiel, aber so ein bisschen so ein spielerisches Einbauen in so einen ernsten Moment zeigt ja gerade, dass man damit gut umgeht und dass man irgendwie das ernst nimmt, finde ich. Ja, und ich finde immer dieses komische, warum muss es so eine Dichotomie zwischen Wissenschaftlichkeit und Unterhaltungswert geben? Das finde ich so, oder so informelle Attitude oder so. Ja. Und ne, also warum soll ich nicht einen Witz machen, genau, im Vortrag? Warum soll ich nicht ein Science-Fiction-Gedankenexperiment bringen? Also nicht random, sondern natürlich passend zu dem, was man sagt. Ja. Das finde ich halt viel cooler, weil dadurch, dieser Typ hat mit dem Song hat dann einfach mega die Aufmerksamkeit von den Leuten. Genau. Und die Frau fing halt direkt, also ich dachte direkt, ich habe auch keinen Bock, jetzt zuzuhören, Also kein, no shade. Das hat sie das aber auch nur aus Unsicherheit gesagt. Also sie hat es aber auch ernst gemeint. Es war jetzt nicht so, dass sie es aus Spaß gesagt hat. Also das wäre auch lustig gewesen. Ja, aber sie hat es wirklich ernst gemeint. Okay, ja. Nee, ich finde, ganz banal zusammengefasst, ich meine, es ist ja dann so ein exkludierendes Verhalten. Wissenschaft versucht, in den Alltag zu tragen und dann zum Beispiel dafür, also ich finde, der Reiz ist ja nicht zu sagen, ich breche die Komplexität jetzt so lange runter, bis es so banal ist, dass es irgendwie nicht mehr stimmt, sondern es zu schaffen, die Komplexität so weit runterzubrechen, dass man Leute mitnimmt aus dem Alltag, aber so, dass sie sagen, stimmt, es ist ja auch komplex. Weißt du, was ich meine? Also die Komplexität als Komplexität zu verkaufen, indem man erstmal einen einfachen Zugang schafft und dann sagt, vielleicht im nächsten Schritt, aber so einfach ist es nicht, denn ist ja viel cooler. Finde ich auch. Und das finde ich auch das Coole an Populärwissenschaft zum Beispiel. Die kann auch schlecht sein. Es gibt auch schlechte Populärwissenschaft, wenn sie zum Beispiel nicht gut belegt ist oder so. Ja. Aber ich finde es total gut, wenn man die Leute so kriegt und auch schafft, eine Sache einfach und unterhaltsam darzustellen, aber trotzdem das eben so einen wissenschaftlichen Mehrwert hat. Und für mich schafft das Judith Jarvis-Thomason total. Ich will nicht sagen, dass es ist auf keinen Fall Populärphilosophie und es ist jetzt auch nicht einfach zu verstehen oder so an sich, glaube ich. Aber weiß ich nicht, wenn man sich darauf einlässt, habe ich das Gefühl, ist es einfach, und natürlich ist es auch subjektiv, wie Leute so, was Leute für guten Schreibstil halten, aber für mich ist es einfach so die perfekte Mischung an Schreibstil, die ich auch gerne hätte und natürlich nicht habe. Ja. Das ist mein Vorbild an dieser Stelle. Genau, und dann ihre Position an sich finde ich aber auch gut argumentiert. Ja. Genau.
Ja, soll ich jetzt übernehmen? Genau. Ja. Also ich meine, dann mache ich jetzt, mal quasi mein Wissenschaftsding schnell fertig sozusagen. Also ich habe es ja schon in der am Ende der letzten Teilfolge gesagt, dass wir ja eigentlich, also ich habe das sehr ernst genommen mit dieser Sache, mit dem, was hat uns so geprägt oder beeinflusst, zu einer ähnlichen, also fast zur gleichen Zeit, wie ich Wittgenstein im Studium sozusagen entdeckt habe, hatte ich eben auch ein Seminar zu dem antiken, oder eigentlich, ja doch, antik kann man immer noch sagen, also ein Philosoph ungefähr aus dem ersten Jahrhundert nach Christus, Epiktet, sozusagen kann man grob in die altgriechische Tradition stellen, obwohl er eigentlich aus den heutigen türkischen Gebieten stammt und als Sklave tatsächlich nach Griechenland gekommen ist und dann aber eben irgendwie an einer philosophischen Schule gelandet ist, wo er dann letztlich dann auch selber unterrichtet hat. Und das war halt schon, erst gilt als Spätstoiker. Und viele kennen die stoische Philosophie so als dieses, ne, das sagt man ja auch, man sagt ja auch ein ganz stoischer Mensch, jemand, der sich nicht aus der Ruhe bringen lässt. Und es wird ganz oft so mit so komischen, esoterischen Sachen aufgeladen. So. Oder es gibt in so ein komisches, auch passives so, da kann man halt nichts machen, ich bleibe ganz stoisch, was halt oft auch so die Ausrede sein kann, dass man sich nicht engagiert oder politisch wird oder sowas. Ne? Interessant ist aber halt bei Epiktet halt, dass er, glaube ich, so ein bisschen so, zumindest ich hatte halt einen guten Dozenten, der das uns cool vermittelt hat. Wir haben quasi eine sehr neue Übersetzung, die gerade damals neu erschienen war, in Großbritannien eben ins Englische gelesen. Und Epiktet selber konnte auch nicht schreiben, hat keine Schriften publiziert, sondern im Prinzip sind das die Schriften eines seiner Schülers, der seine Vorlesungen aufgeschrieben hat. Deswegen ist das sehr dialogisch. Also sehr, oder sehr, es ist natürlich ein Lehrer redet direkt zu seinen Schülern, ab und zu gibt es auch Zwischenfragen und so. Es liest sich fast wie so ein sokratischer Dialog quasi, aber es ist halt kein fiktiver Dialog, sondern ein echter Dialog sozusagen. Allegedly. Ja, genau. Natürlich hat er das wahrscheinlich idealisiert oder überarbeitet. Ich dachte, Epiktet gar nicht, und der Schüler war eigentlich der Autor. Nee. Das ist schon ziemlich gut belegt. Also auf jeden Fall. Schade. Und interessant ist halt an Epiktet halt, finde ich, dass er eben schon vieles von den typischen so historischen Sachen aufnimmt, aber glaube ich, zentral ist halt, das finde ich ganz witzig, dass er eigentlich behauptet, es gibt etwas, das alle Menschen verbindet und das ist so eine Art göttlicher Splitter. Also das klingt jetzt so esoterisch und so, aber im Prinzip ist das ein Versuch, das zu erklären, was uns, glaube ich, immer noch an Menschen fasziniert oder das, was auch Kant mit Vernunft meint, nämlich diese Fähigkeit, sich selbst zu reflektieren. Und weil man halt in der Antike das sozusagen den Göttern sozusagen zuschreibt oder also ein göttliches Selbsterkenntnisgeschenk, behauptet eben, weil jeder Mensch das hat, diese Fähigkeit, ist das sozusagen sowas wie so eine Art Organ, das man trainieren muss. Und er nennt das Ganze, oder die Fähigkeit, die durch diesen göttlichen Splitter Menschen erhalten, nennt er halt auf Altgriechisch Proheiresis in einem Wort. Und pro, ich habe das nur so abgetrennt wegen pro, vor, und heiresis heißt so etwas wie Entscheidung. Und im Prinzip sagt er, es ist eine Vorentscheidung im Sinne von, und in Deutsch gibt es halt leider schon das Wort Vorentscheidung, das gab es aber im Griechischen nicht, da war das auffällig. Ja, so, und im Prinzip könnte man eben, um es hier stärker zu machen, sagen, wie die Entscheidung vor der Entscheidung. Mhm. Und was er aber meint, ist so etwas wie das rationale Denken vor dem Handeln. Mhm. Und er gibt dann immer wieder so Beispiele, die unser Dozent dann auch immer ganz lustig übersetzt hat. So, er meinte zum Beispiel, er hat dann immer so, also Epiktet hat immer so Alltagsbeispiele, was weiß ich, jemand Reiches läuft an mir vorbei und ich werde neidisch oder sowas. Und genau, ja, weil ich zum Beispiel sehe, dass er ein schöneres Leben hat, dass er nicht hungern muss, dass er, was weiß ich, ein tolles Auto hat oder was weiß ich, ne, irgendwie alles Mögliche. Und im Prinzip ist das Interessante jetzt, dass er sagt, pass auf, dass du jetzt neidisch bist, ist menschlich. Das ist Teil deines kreatürlichen Bewusstseins. Aber jetzt kommt deine coole göttliche... Kreatürliches Bewusstsein, das wird gerade ausgedacht. Das Wort gibt's, der Schlag ist nach. Aber auf jeden Fall meint er, aber du hast ja zum Glück auch deinen göttlichen Splitter und die Möglichkeit jetzt, und jetzt müsstest du quasi sagen, jetzt könnte ja deinem ersten Impuls, neidisch zu sein, eine Handlung folgen. Ja. Ja? Und du könntest sagen, ich will auch reich werden. Ja. Und dann kommt aber die Proheiresis, die Möglichkeit gibt, jetzt kurz das Ganze mal in die Zukunft zu entwerfen und zu überlegen, was hat denn das, also, und zu sagen, ja, schon geil. Ja, genau. Und dann kannst du eben gucken, okay, wie ist er da hingekommen? Vielleicht hat er reich geerbt, kann ich eh nicht, also ich kann mich ja jetzt nicht zwingen, reich zu erben, das ist ja unlogisch. Mhm. Vielleicht hat er super hart gearbeitet, traue ich mir diese Arbeit zu? Naja, dann kann ich es machen. Mhm. Und auf jeden Fall kann ich eine informierte Entscheidung treffen. Und das Coole ist halt, finde ich, weil einer seiner Leitsätze, das fand ich eigentlich immer ganz cool, ist, dass er gesagt hat,
dass zig Philosophen versuchen, und da kommt nämlich dieser Wittgenstein-Move so ein bisschen, hast du gesagt, zig Philosophen versuchen immer logisch zu belegen, warum es nicht gut ist zu lügen. Aber keiner trainiert uns darin, es trotzdem auch nicht zu tun. Weil er meint, ich wette mit euch, meinen Schülern, die mir ja gerade zuhören, dass jeder von euch weiß, dass Lügen schlecht ist. Aber könnt ihr es vermeiden, zu lügen im Alltag? Nein, dabei will ich euch helfen und euch sagen, ihr habt das Werkzeug dafür und das ist diese Proheiresis-Fähigkeit. Das heißt, schaut mal in den Momenten, wo ihr gelogen habt oder wo ihr euch bedrängt fühlt zu lügen oder vielleicht auch mit Frankfurt gesagt zu bullshitten. Überlegt mal, warum euch gerade das so geht. Und dann, aber ich könnte ja auch eine bewusste Entscheidung fürs Lügen treffen. Es gibt ja auch Lügen, die vielleicht okay sind. Genau. Ja. Auf jeden Fall. Genau. Und das will er ja nicht. Schalle, da haben wir uns voll über Lügen eigentlich. Ja, nee, doch. Das ist super gut, dass du das sagst, weil sein Punkt ist dann zu sagen, es gibt ja auch Momente, wo es gut ist zu lügen. Ja. Und deswegen machen wir es ja dann auch. Und deswegen gibt es diese Handlungsform überhaupt. Also, ja. Aber es ist total spannend zu über. Und das Ziel eben von jemandem, der hier in meiner philosophischen Schule quasi ist, es zu peilen. Warum lüge ich in diesem Moment? Ja. Warum ist das vielleicht gut? Was könnten die Nachteile sein? Und warum ist dieses Lügen nicht vergleichbar mit dem nächsten? Und dass man einfach differenziert. Also im Prinzip ist es sozusagen immer der Versuch zu sagen, also banal zusammengefasst, so reflektier, wenn du so... denk nach, bevor du handelst. Mehr ist das nicht, aber auf so eine echt coole Weise, weil er super viele Themen anspricht, wo man merkt, die sind halt total aktuell. Weil man sich vorstellen muss, zu dem Zeitpunkt, wo er unterrichtet, ist ja das antike Griechenland schon am Zusammenbrechen eigentlich. So die Welt ändert sich und die Leute haben kaum noch Sicherheit sozusagen. Es gibt nicht so was, die politischen Institutionen haben schon ein paar Mal gewackelt und alles ist irgendwie unsicher. Und solche philosophischen Stränge, das ist mir dann irgendwann aufgefallen, die, sage ich mal, sehr stark auf einen selbst und auf die eigene Selbstverantwortung zurückwerfen, ist halt total oft so an so Umbrüchen von Zeitaltern. Ja. Also ähnlich wie Kant mit der Aufklärung und der Übergang zum Bürgertum, wo die frühe Neuzeit sich so richtig manifestiert hat und jetzt der Übergang zu unserer Neuzeit stattfindet, ja, wo plötzlich Leute anfangen, Bücher zu lesen, um sich zu bilden und so. Also immer, wenn sozusagen Dinge so aus dem Gleichgewicht geraten und die Menschen eigentlich viel selbst in die Hand nehmen können, wollen, müssen, kommen solche Philosophien auf. Das finde ich irgendwie total spannend. Und ich hatte irgendwie das Gefühl, also Paradigmenwechselsache. Ja, genau. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass eben bei Epiktet war für mich so der, zumindest aus meiner Sicht, so ein interessantes Fallbeispiel, was mich natürlich in dem Moment gecatcht hat, weil ich gemerkt habe, der hat auch so ein bisschen so eine, um es jetzt banal auszudrücken, so eine Art Street-Credibility, weil er eben seine Interpretation dieser alten Theorien aufnimmt. Er ist eigentlich kein, man sagt immer, er ist ein Spätstoiker, das klingt so, als ob er in einer, im Prinzip ist er aber ein jemand, der eigentlich schon zu einer Zeit kommt, wo die Stoa schon aufhört, relevant zu sein, aber er schaut sie sich an und sagt, was ist denn jetzt eigentlich davon relevant für uns? Mhm. Und das, was er daraus sieht, ist eben nicht dieses Passive, sondern dieses so... das kann dann letztlich stoisch wirken, wenn jemand sagt, so, pass auf diese Frage kann ich jetzt gar nicht antworten, ich muss da kurz mal nachdenken und will ich jetzt nicht irgendwie wütend werden oder mich hinreißen, lass dich nicht so etwas hinreißen, so kann man sagen. Das klingt jetzt immer so esoterisch, aber er macht das halt auf so eine coole, fast schon würde ich sagen, eben analytische Weise. Und ich weiß noch, dass ich damals eben auch eine Hausarbeit geschrieben habe, wo ich quasi so ein bisschen die analytischen Aspekte an Epiktet, weil ich gerade so infiziert war, sozusagen gemacht habe. Und das war auch irgendwie echt cool. Nee, verstehe. Ich glaube, es klingt ja auch nur so esoterisch, weil es klingt wie so eine Binsenweisheit. Aber man muss ja zum einen die Zeit betrachten. Und ja. Also es kommt uns ja aus dem Grund auch wie eine Binsenweisheit ja, vor. Ja. Und im Prinzip ist ja auch ultra klug zu sagen, so ich gestehe den Menschen zu, dass sie bestimmte Leidenschaften, Gefühle haben, die so vorkommen. Das kennt man doch jeder. Es passiert irgendwas, so keine Ahnung. Ich schalte den Fernseher ein und höre eine komische Äußerung von einem AfD-Politiker und ich ärgere mich und denke so, warum sind die Leute so doof und folgen dem? Und jetzt kann ich als Wissenschaftler sagen so, okay, ich hatte jetzt kurz dieses Gefühl, aber mich interessiert jetzt trotzdem an dieser Äußerung. Mich als Wissenschaftler interessiert an dieser Äußerung jetzt sozusagen, warum kann die denn wirken? Nur gerade, du willst sagen, dass das so eine wissenschaftliche Attitüde ist. Nee, gar nicht. Das war jetzt so ein sehr konkretes Beispiel auf mich angewendet sozusagen. Aber im Prinzip ist das ja cool, dieses Sagen so, nimm doch mal deine Intuitionen, sind nicht falsch, sondern sie sollten nur anregend sein, nicht nur intuitiv darauf zu reagieren, sondern eben deine ganzen Fähigkeiten, das zu aktivieren, zu sagen, wenn es mich wirklich interessiert, dann stecke ich jetzt mal Arbeit rein, guck mal, was da dran ist und wie ich damit umgehen kann. Das fand ich irgendwie cool. Das hat mich eben in so einer Weise geprägt, dass ich gemerkt habe, Dinge, die ich stressig finde, können
schlimmstenfalls immer noch spannende Projekte werden als Wissenschaftsuntersuchung. Ja, ja. So, ja. Und es ist halt cool, wenn man so ein intuitives Gefühl dann explizit macht, oder eine intuitive Kategorie oder Haltung oder einen Wert dann explizit macht. Und ja, es ist spannend, dass er es Gott das Splitter nennt. Ja, 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 ja. Also es ist ja nicht der christliche Gott, ne, sondern so ein aber so als Metapher. Ja, ja, auf jeden Fall, finde ich auch. Finde ich ganz interessant und hört sich cool an. Auch so, dass das so ein Splitter ist. Ja, genau. Niemand hat das Ganze im Bild auch sozusagen. Ja, ja, ja. Wir sind aber alle auch dadurch verbunden und Teil des Ganzen und so. Cool, also und weil wir alle diesen Splitter haben, können wir auch irgendwie den anderen verstehen. Also ganz viele moderne Konzepte wie Empathie und so können sich damit in dieser einen Analogie so schön verdichten. Und das macht es echt interessant. Wusste ich nicht vorher, finde ich ganz spannend. Ja, wirklich sehr lesenswert. Ne? Also, ja. Schau dort raus zu Epiktet. Genau, jetzt bist du wieder. Ja, mein allerletzter Text, wissenschaftlicher Text, ist was ganz anderes. Ich habe mich ja jetzt ein bisschen geoutet als analytische Philosophin. Ich mag es einfach, wenn Sachen sehr strukturiert sind, sehr logisch, sehr analytisches Vorgehen, sehr viel mit Definitionen, mit explizit machen von Thesen. Und trotzdem habe ich eine Liebe für Bruno Latour. Ich weiß nicht genau, warum, aber er ist ja alles andere als analytisch. Mhm. Und er hat diesen Text geschrieben, Drei kleine Dinosaurier oder der Albtraum eines Soziologen. Übrigens von 1993, wenn ich meine Schrift richtig lesen kann. Fact-checkt mich hier nicht. Ja. Yeah. Das ist ja diesen Berliner Schlüssel-Sammelband erschienen, glaube ich. Und der ist, glaube ich, von 93. Kann sein, dass der auch vorher schon rausgebracht wurde, der Aufsatz. Und der Aufsatz ist halt geschrieben wie eine Fabel oder wie eine Parabel. Es gibt so einen fiktiven Soziologen, der im Grunde mit drei Dinosauriern konfrontiert wird. Vielleicht auch mit vier, aber nehmen wir mal der Einfachheit halber drei an. Realosaurus, Scientosaurus und Popsaurus. Und man kann jetzt so ein bisschen sehr platt sagen, Realosaurus ist halt der, jetzt werde ich mich direkt... Also Rebecca lacht, weil ich sofort ganz neugierig gucke, wie sie das jetzt definiert, weil es nicht so leicht ist. Es ist nicht so leicht, ich möchte es ein bisschen vereinfachen, einfach um den Punkt zu machen. Man kann da sicherlich drüber streiten, aber ich behaupte einfach mal, der Realosaurus ist die Dinosaurier, die damals existiert haben vor Millionen von Jahren auf der Erde. Diese Viecher, die rumgelaufen sind. Scientosaurus ist das, was denn... Für wen hast du das jetzt gerade gesagt? So, falls jemand nicht weiß, was Dinosaurier sind, was sind diese Viecher, die vor Millionen von Jahren auf der Erde rumgelaufen sind? Ich weiß nicht, warum ich das. Es fühlte sich richtig an, kurz das nochmal zu präzisieren, in einer super unpräzisen Art und Weise. Ja. Was ist da so lustig, weiß es auch nicht. Also, der Realosaurus ist das Viech, was rumläuft. Also, alle Dinosaurier, die rumgelaufen sind. Scientosaurus ist das, was wir wissenschaftlich über Dinosaurier wissen. Also das, was wir durch Fossilien zum Beispiel wissen, was rekonstruiert wurde von den PaläontologInnen. Und der Popsaurus ist sozusagen die Dinosaurier, die wir so aus der Popkultur kennen, so Jurassic Park, in einem Land vor unserer Zeit und so. Und der Soziologe hat sozusagen jetzt die Aufgabe, das Abstammungsverhältnis dieser drei Dinosaurier herauszufinden. Man würde ja spontan denken, ist doch einfach. Es gab zuerst das Viech, was rumgelaufen ist. Dann später wurden die Fossilien ausgegraben und dann kam der Scientosaurus. Und dann später wurde das alles in der Popkultur verhandelt. Dann würde man denken. Ja. Ist aber nicht so. Was? Also ich kenne den Text auch. Ja, ja. Also zumindest in dem Text. Das ist ja wie gesagt, das ist wie so eine Fabel geschrieben. Da steht kein einziges Wort darüber, was zur Hölle dieser Text soll, was der Sinn ist, was Latour da macht, was der meint, was seine These ist. Es ist wirklich so, es gibt diesen Soziologen, es gibt diese drei Dinosaurier und der Soziologe soll das Abstammungsverhältnis rausfinden. Dann geht er zum Beispiel auf Tagungen, hört sich an, was WissenschaftlerInnen dann sagen. Dann passieren so was wie Wissenschaftler A sagt, ja, Dinosaurier waren Kaltblütler. Dann geht der Soziologe auf eine andere Konferenz ein Jahr später. Dann sagt Wissenschaftlerin B, nee, die waren Warmblütler. Alle sagen so, ja, haben wir doch die ganze Zeit gesagt. Das ist auch so ein bisschen witzig in Bezug auf, wie Wissenschaft funktioniert. Aber was ich da irgendwie draus für mich, also es ist so vielleicht einer der ersten Texte, mit dem ich so an konstruktivistisches Wissenschaftsverständnis herangekommen bin. Also, dass es nicht einfach so ist, dass wissenschaftliche Tatsachen halt so in der Welt sind. Und die sind halt einfach so. Und vielleicht wussten das WissenschaftlerInnen und Menschen gar nicht früher. Aber es war schon immer natürlich eine Tatsache. Und die Menschen wussten das nur nicht. Und irgendwann haben sie es halt erkannt. Und jetzt ist ja alles klar. Latour guckt sich so diese sozialen Faktoren an, die damit reinspielen,
in Wissenschaft, also dass Wissenschaft eben nicht sowas ist wie, ich muss jetzt wissenschaftliche Tatsachen sehen, die in der Welt sind, sondern ich schaffe wissenschaftliche Tatsachen. Und es kann auch sein, dass da eben soziale Prozesse mit reinspielen, wie wie viel Finanzen bekommt jetzt Wissenschaftler in A, wie viel Finanzen bekommt jetzt Wissenschaftler in B, und das hat eine Auswirkung auf unsere wissenschaftlichen Tatsachen, weil da, wo es mehr Finanzen gibt, gibt es mehr Forschung, gibt es mehr Leute, die daran arbeiten, gibt es mehr Veröffentlichungen, und dann fließt da einfach viel mehr rein als in die andere Theorie. Das heißt aber nicht, dass die eine Theorie irgendwie wahr ist oder nicht wahr, ja, sondern wissenschaftliche Tatsachen werden halt geschaffen und verändern sich. Und es ist nichts, was so in der Welt ist. Das ist ja dieses Ding. Ja, ich weiß nicht, ob man das jetzt gut verstanden hat, wenn man überhaupt keine Ahnung hat von diesem Thema, aber es ist, dieser Text ist so, so witzig. Der ist halt auf der einen Seite frustrierend, weil man so denkt, ich lese jetzt eine Fabel. Das, was ich gesagt habe mit diesen sozialen Prozessen, das steht da nicht drin. Ja, genau. Das muss man da halt rausziehen. Also der Soziologe sieht halt, es gibt dann sowas wie kalte Phasen und heiße Phasen von Wissenschaft. In der heißen Phase wird halt irgendwas total krass diskutiert. Es ist total Uneinigkeit und Streit da, ob das jetzt Kaltblütler oder Warmblütler sind. Und in der kalten Phase gilt es halt als gesichert. Aber die Leute sagen halt nicht, ja, jetzt wissen wir es, sondern die tun so, als ob das schon immer so wäre. Ja, ja. Ich habe auch immer, wenn ich den Text lese, das Bild im Kopf von diesen, mit diesen kalten und heißen Phasen und so. Weil es gibt ja so eine schöne Stelle, wo er beschreibt, wie er auf dieser einen Tagung von einem Vortrag zum nächsten läuft und dann hört, wie andere WissenschaftlerInnen neben ihm sagen, ja, jetzt kommt der Vortrag von dem und dem. Und diese Wissenschaftler haben auch immer alle so komische Namen, die so wie Knochen oder wie so paläontologische Fachbegriffe kennen. Sagt er so, ja, jetzt kommt der Bone Marrow, und Bone Marrow behauptet das dass Dinosaurier aufrecht gelaufen sind und nicht gekrochen sind. Ha, ha, ha. So, und dann, was sind das für ein Verrückter? Und dann sind sie in diesem Vortrag und dann sagt er eben, und Bone Marrow hatte so viele Fotos oder Dias und einen so rhetorisch überzeugenden Vortrag, dass die Leute irgendwie, dass man merkt, wie immer mehr sozusagen eben aufmerksam zuhörten. Und am Ende dieses Vortrags sind sie auch alle überzeugt, dass Dinosaurier ja auch schon immer, und dass sie es ja auch schon wussten, dass sie aufrecht gelaufen sind. Und dass er das wie so ein Zaubertrick irgendwie versucht dann zu durchschauen. Ja. Und ich habe immer dieses Bild im Kopf, weil er dann eben von diesen kalten und heißen Phasen in anderen Texten spricht, dass es so ein bisschen ist, wie wenn, ne, man hat so diese Fakten, die stehen in den Schulbüchern, und die sind sozusagen so fest wie so ein Hufeisen. Und jetzt kommen aber die Wissenschaftler und sagen, irgendwas stimmt mit diesem Hufeisen nicht, weil guck mal, dieser einen Ecke fehlt uns noch was, und da geht immer was verloren. Und dann fangen sie an dieser Ecke ein bisschen zu diskutieren und das Ganze zu erhitzen. Und dann gibt es eine Tagung und dann sind alle da und dann haben sie alle mit ihrer Gesamtenergie dieses Hufeisen wieder richtig verflüssigt und hauen da drauf rum, und am Ende ist wieder ein Hufeisen da, was ein bisschen anders aussieht als das, was sie vorher hatten, und sagen können, ja stimmt, das hat ja schon immer gefehlt. Und dann sieht das wieder so ganz fest aus. Und es ist ja auch cool, wie er an so einer Tabelle zeigt, dass diese kalten Phasen immer sehr lang sind und die heißen Phasen sind immer sehr kurz und intensiv. Ja, das ist dann eine Tagung, die dauert dann, und die Reflexion dieser Tagung dauert dann so einen Monat, und dann ist wieder eine 5-6-jährige kalte Phase und so. Und so ein bisschen ist das ja wirklich, ne, in der Wissenschaft, diese Wellen. Und ja, aber das ist ja, das Ding ist ja, das weiß man nicht, wenn man sich nicht so mit Wissenschaftsprozessen beschäftigt. Das also stimmt. Latour macht ja auch diese Unterscheidung zwischen Ready-Made Science und Science in the Making. Das ist nichts, was sich gegenseitig ausschließt, aber das sind zwei Konzepte, wie man Wissenschaft verstehen kann. Und wenn man zum Beispiel in der Schule lernt, man halt Ready-Made Science, man guckt sich die Ergebnisse an und man bekommt halt den Eindruck, man bekommt eben diesen typischen Eindruck von, okay, es gibt wissenschaftliche Tatsachen, die sind immer schon so gewesen, und irgendwann haben die WissenschaftlerInnen das halt rausgefunden, wie DNA aufgebaut ist, und das wird mir jetzt hier präsentiert in diesem Schulbuch, aber wie es dazu gekommen ist, das wird da überhaupt nicht gesagt, während dieses Science in the Making eher diese, ich gucke mir jetzt die Prozesse an, wie es dazu gekommen ist. Und da spielen halt eben auch diese ganzen sozialen Faktoren eine Rolle. Und das hat man gar nicht auf dem Schirm, glaube ich. Also, ja, ich glaube auch, ich habe auch das Gefühl, wenn man sowas in der Schule zu schnell unterrichten würde, würden die Leute ja dann vielleicht sogar, weil es passiert ja auch gerade, dass man irgendwie sagt, so, ja, guck mal, weil wenn ich jetzt böse wäre, könnte ich auch sagen, das, was du sagst, was bei Latour steht, so mit, ja, da geht mehr Geld rein, deswegen sind diese Sachen die Tatsachen. Dann sagt man, aha, die Wissenschaft ist also gekauft. Und das ist ja nicht der Punkt dieses Textes. Der Punkt dieses Textes ist ja zu zeigen, es ist halt verdammt viel Arbeit. Und verdammt viel Arbeit kostet ja irgendwie auch verdammt viel Geld und so. Und da, wo man dann, also in dem Sinne, also dass er eben, das ist ja, was du meinst, ne? Dass er die Kontexte eben nicht ausblendet und sagt, sondern dass er sagt,
ey, es kostet ultra viel. Zum Beispiel der Bone Marrow hat super viele Fotos dabei von verschiedenen Ausgrabungsorten und hält einen rhetorisch geschickten Vortrag. Den hält er ja nicht spontan aus seiner Hosentasche heraus, sondern hat er wahrscheinlich gut geprobt. Warum? Weil er weiß, die Leute, die da sitzen, ja, werden wahrscheinlich nicht damit rechnen. Wir werden wahrscheinlich denken, was erzählt er für einen Quatsch, dass sie aufrecht laufen. Also muss ich so und so viele Belege mitbringen und muss es so und so und so verpacken. Vielleicht im Optimalfall auch so, dass die anderen mir glauben, dass ich ja weiß, was sie alles schon wissen. Und auch darauf aufbaue und sage, passt auf, und diesen Denkfehler habt ihr vielleicht auch alle gemacht, weil ihr von links geguckt habt, aber wenn man bei meinen Fotos auch von oben guckt und dann auch bei euren übrigens, merkt man ja schon, und ihr hättet es ja eigentlich auch gewusst, und dann sagen die, ja klar, stimmt, jetzt wo du es sagst. Ne? Und also im Prinzip ist das halt total viel Arbeit, aber wie schafft es Bone Marrow an 100 Ausgrabungsorte zu fahren und so weiter? Das ist ja der Punkt, oder ne? Wenn sich Leute jetzt wundern, wieso ging das jetzt mit dem Corona-Impfstoff so schnell? Bei anderen Impfstoffen dauert das 10 Jahre. Ja, warum denn zum Beispiel? Ja. Weil super viel Geld und Ressourcen da reingehen. Genau, warum geht es gerade in den USA plötzlich schon Ende Mai, sind alle geimpft? Naja, weil jetzt irgendwelche Gesetze aufgehoben worden sind, wo man gesagt hat, jetzt kann auch mal ein anderes Pharmaunternehmen nach dem Rezept des einen was produzieren. Das ging vorher nicht, weil man irgendwie so Patentrechte schützen wollte. Ja, und man sollte sich nicht fragen, warum geht es jetzt so schnell, sondern warum ging es früher nicht so schnell? Ja. Oder warum geht es bei anderen Krankheiten nicht so schnell? Genau. Nicht, weil die Entwicklung so unfassbar, also natürlich auch, weil die Entwicklung unfassbar lang dauert, aber vor allen Dingen auch wegen der Ressourcen. Da will ich ein Beispiel dazu erzählen. Ich hatte in meinem Seminar, wo ich mit Leuten über so die Entstehung von wissenschaftlichen Tatsachen in Bezug auf den Klimawandel geredet habe, haben wir jetzt mal als Beispiel, damit ich denen kein Thema wegnehme, habe ich mit denen eine Talkshow geguckt, und zwar Markus Lanz, und dann ist da eben der Biologe Ingmar Hör, der hat halt eben auch so ein biopharmazeutisches Unternehmen zu Gast, und er erzählt eben, wie er Ende der 90er genau das Verfahren entdeckt, was jetzt zentral genutzt wird, um diesen Impfstoff zu machen. Also im Prinzip ist das eine Geschichte, da würde Latour feiern, weil es perfekt in seine Theorien passt, wo er im Labor ist und macht etwas und denkt, er hat einen Fehler gemacht, weil etwas rauskommt, was eigentlich nicht sein dürfte. Und dann merkt er aber, er wiederholt es nochmal, dann spricht er mit seinem Chef, der sagt, nö, das kann doch nicht sein, wiederhol das noch einmal, zeichne es doch mal auf, und dann merken sie beim 5. Mal, ja, irgendwie stimmt es ja doch, und dann merken sie, hey, so könnten wir einen echt guten Impfstoff herstellen, und dann muss man sich ja vorstellen, einerseits sagt er dann, dass der Wissenschaftler dann sagt, da war mir klar, das ist eine Revolution, und das ist halt fucking 99, und jetzt haben wir 2020 und jetzt ist diese Pandemie da, und jetzt muss man natürlich sagen, der Typ wusste das schon vor 21 Jahren, dass das der Schlüssel ist, um bestimmte Impfstoffe schnell und zuverlässig herzustellen. Aber warum kann er das jetzt? Ja. Genau, weil die Pandemie da ist und man jetzt merkt, oh, das ist ja interessant, pushen wir mal Geld rein, klar. Ja, aber das ist halt so schade, weil das so wenig explizit gemacht wird, auch vielleicht in der Schule oder in der Uni oder so. Ja. Ich will jetzt nicht immer auf die Schule schieben, aber dass die Wissenschaftsprozesse, dass das nicht klarer gemacht wird. Deshalb wundern die Leute sich ja jetzt zum Beispiel, wir befinden uns halt gerade in einer heißen Phase mit Corona. Ja. Und deshalb wundern die Leute sich, ey, warum geht das jetzt so schnell mit den Impfstoffen? Das kann doch nicht stimmen. Ja, das ist auf keinen Fall sicher. Warum haben sie erst gesagt, Masken helfen nicht, dann haben sie gesagt, Masken helfen, dann haben sie gesagt, diese Masken helfen, jetzt müssen wir plötzlich alle Masken tragen, da stimmt doch irgendwas nicht. Nein, das ist halt total normal in einer heißen Phase von Wissenschaft. Ja. Und das ist, die Leute sind sich halt zum Beispiel nicht einig oder es gibt noch nicht genug Studien. Deshalb hat man am Anfang das gesagt und am Anfang, das ist nicht, das ist total normal. Es gab ja diesen total und deshalb coolen, muss man das irgendwie klarer machen, finde ich. Das würde total helfen gegen diese ganzen Verschwörungsmythen, meiner Ansicht nach. Und wir haben ja auch vor, mal eine Folge zu machen zu Corona und ein bisschen erklärt mit Fleck und Latour, wie wir unserer Meinung nach da vielleicht irgendwas ändern sollte, in der Darstellung von, wie Wissenschaft funktioniert und dass das dem entgegenwirken würde. Ja, genau, das ist auch eben, wenn man aus der Wissenschaft kommt, merkt man, es gibt ja so einen coolen Twitter-Austausch, den könnten wir dann für die Folge nochmal recherchieren, wo irgendein Politiker gesagt hat, ja, interessant, dass jetzt der Herr Drosten, der eben noch gegen Masken war, jetzt plötzlich behauptet, man soll doch Masken tragen, und Drosten antwortet dann ja drauf mit einem Tweet und sagt, ja, ich habe dann die Studie von so und so gelesen und die hat so viele Daten, die haben alle anderen Studien sozusagen, ne, also weil, angenommen, ich habe vorher 2 Studien gelesen, da wurden jeweils 30 Leute getestet und jetzt ist hier mal eine Großstudie, da haben 1000 Leute Masken getragen und jetzt merke ich plötzlich, ja krass, ich habe dann gesagt, ja, ich hatte dann neue Daten und auf Basis dieser Daten kann ich dann sagen, doch, Masken sind nützlich. Ja. Und das ist ja eigentlich super banal, aber dann wirkt aber diese Reaktion dieses Politikers wirkt dann so wie, der Wissenschaftler muss das irgendwie so ein Hellseher aus dem Nichts irgendwie so antizipieren. So wie und wer sagt mir, dann wäre die Reaktion vielleicht auch, wer sagt mir nicht, dass die dann morgen was anderes sagen. Ne? Ja. Also dass man dann irgendwie versteht, es gibt halt irgendwie dann Daten, die sind irgendwie gesicherter oder weil das eine größere Menge war an Datensätzen zum Beispiel oder so. Ja. Das sind halt alles so Sachen, ich will das auch nicht, dass das so wirkt, als ob die Leute dumm wären, dass sie das nicht verstehen, sondern ich habe das Gefühl,
das wird halt nicht so richtig kommuniziert, dass Wissenschaft so funktioniert. Genau. Und ja. das müssen wir uns auch bewusst machen, weil für uns ist das auch klar, weil wir auch so drin sind in diesem konstruktivistischen Wissenschaftsverständnis. Aber selbst bei Leuten, die eben nicht in diesem, die nicht dieses Verständnis von Wissenschaft haben, für die ist das ja vielleicht dann auch. Ja, ich finde es nochmal total verstehen. Problematisch, wenn man dann zum Beispiel sagt, ja, guck mal, warum hat denn die Bundesregierung oder die und die, warum haben die denn da noch keine Entscheidung getroffen? Naja, vielleicht, weil sie noch Ergebnisse abwarten müssen von den Fachleuten zum Beispiel und vielleicht nicht sich festlegen wollen auf irgendwas, kann doch sein. Ne? Also das meine ich, ist ja total auf. Ja, und dann, was halt in dem Zusammenhang auch spannend ist, ist immer dieses, wer zählt als Fachmensch und so. Ne? Ja, das stimmt. Das ist ja auch in dieser unsäglichen Studie, die immer genommen wird dann von so und so viele Leute, WissenschaftlerInnen leugnen doch den Klimawandel. Ja, so, weiß man aber immer nicht, wen man da gefragt hat. Ne? Ja, genau. Ja. Und sagt dann immer, es gibt doch so und so, ich weiß nicht, wie viel Prozent die Leute, wenn diese anti-menschengemachter Klimawandel-Leute dann immer sagen, so und so viel Prozent haben ja gesagt. Ja, und ganz ehrlich, in der Wissenschaft würde doch, wenn irgendetwas eindeutig wäre, dann wäre es wahrscheinlich gar kein wissenschaftliches Thema. Also, aber also wenn es so eindeutig wäre, dass die Leute sagen, ich habe da gar keinen Zweifel oder so, das wäre ja komisch eigentlich. Ja, aber es ist halt so krass, dass sie sich immer auf diese sehr kleine Prozentzahl beziehen. Also die Leute, die den menschengemachten Klimawandel leugnen, sich immer auf diese ganz kleine Prozentzahl. Klar. Und dann ist es doch, glaube ich, so, dass aber da auch super viele Leute gefragt wurden, die eigentlich gar nichts mit dem Klimawandel an sich zu tun haben. Genau. Die halt auch wissen, also ich meine, wir sind ja auch WissenschaftlerInnen, aber wir könnten nichts mit dem Klimawandel sagen. Also nicht über Ursachen und Wirkungen könnte ich jetzt nichts sagen. Ich könnte, du könntest was sagen, wie darüber kommuniziert wird. Und ich könnte über irgendwelche ethischen Sachen, ja, nicht oder mal Wissens, das, aber. Wissenstheoretischen oder so, ja. Naja, aber da sind wir vom Thema abgekommen. Aber ja, wie immer. Das zeigt ja, wie wichtig. Es ist so ein leidenschaftliches Thema für uns beide, glaube genau, ich. Genau, ja, ja. Nee, aber ich meine auch, wie zentral Natur für uns. Also, du hast ja nicht zu Unrecht gedacht, dass ich ihn vielleicht auch habe, sozusagen. Was ja auch für mich auch ein wichtiger Text ist. Genau. Ja, okay. Dann bin ich jetzt dran. So ein bisschen was Spaßiger zum Ende. Genau, was heißt hier spaßig? Das ist überhaupt das ist tot ernst. Nee, aber genau, letztes Thema für heute tatsächlich: die Sopranos. Ja, also Ich bin totaler Serienfan, habe auch mit KollegInnen von mir lustigerweise zu einer Zeit, wo wir dachten, so lange können wir das gar nicht machen. Wir haben eine Ringvorlesung, das heißt, verschiedene Leute haben zu verschiedenen Serien vorgetragen gemacht an unserer Uni und haben dann eben gesagt, wir machen jetzt zu 10 wichtigen Serien einfach 10 Vorträge in einem bestimmten Semester. Und da sind dann eben verschiedene Gäste gekommen und haben vorgetragen oder wir haben vorgetragen. Ich habe damals eben einen Vortrag über die Sopranos gemacht, was meiner Ansicht nach tatsächlich eine der besten fiktionalen Erzählungen der Neuzeit ist, um es jetzt super übertrieben zu sagen. Mhm. Also jetzt nicht nur als Serie, sondern ist eben, ich finde, die besten Medien oder die besten, die besten Vertreter eines Mediums sind oft so gut, dass man sagt, es geht auch über das, die Qualität geht auch über das Medium an sich hinaus. Also, so dass ich eben sagen würde, ne, also, was weiß ich, Goethes Faust ist eben auch eine der wichtigsten oder besten Erzählungen sozusagen des 20. Jahrhunderts, nee, des 20. Jahrhunderts, genau, der Neuzeit oder so. Ja. Aber genau, bei den Sopranos sehe ich das ganz ähnlich. Also, ich fand, das war also einfach auch, weil es wird ja immer wieder auch zitiert, einfach inzwischen, weil es natürlich auch schon wieder alt ist. Lustigerweise wieder das Jahr 99, erste Folge erscheint. Scheint war 99 irgendwie ganz wichtig für mich mit Deus Ex und dann die Sopranos. Ich habe die Sopranos nicht damals neu gesehen. Ich habe die erst super spät über einen sehr guten Freund von mir sozusagen entdeckt, der mir die Folgen dann noch auf DVD geliehen hat. Und wir haben zu dem Zeitpunkt doch zusammen gewohnt in einer WG, als ich die Sopranos geschaut habe. Was ungefähr immer dazu führte, dass ich abends vorm Einschlafen immer noch eine Folge Sopranos geguckt habe und dann immer noch zu ihm ins Zimmer gerannt bin und gesagt habe, die Sopranos sind die beste Serie, die ich je geguckt habe, weil da die und die Folge, die ist richtig toll. Und er meinte, ja stimmt, ist mir gar nicht aufgefallen, haben wir irgendwie eine halbe Stunde über eine Szene geredet, dann bin ich wieder ins Zimmer gerannt, habe wieder 5 Minuten geguckt. Und interessant ist eben an den Sopranos, finde ich halt, dass es, ne, also es ist immer so genannt wird, als etwas, was das Fernsehen neu definiert hat, diese ganze Welle, die ja bis heute anhält und worüber dann auf dieser Welle schwimmt immer noch Netflix und diese ganzen Serienplattformen, die jetzt neu entstehen, das ist alles da losgetreten worden. Diese Idee, dass Leute eben, dass man Leuten zutraut, dass Serien eben nicht dieses einzeln episodisch verpackte mit einem kleinen Bogen sind, ne, also dass man sagt, eine Folge muss auch eine bestimmte Struktur haben und einen Anfang und ein Ende, sondern dass man sagt, nee, ich erzähle hier einfach eine ultralange Geschichte, die einfach zufällig in ungefähr einstündige Abschnitte geteilt ist. Und diese Geschichte hat an sich einen Bogen. Und spannend ist eben bei den Sopranos für mich gewesen, als ich geguckt habe, war ich am Anfang überhaupt nicht so begeistert.
Aber es hat mich irgendwie so fasziniert auf eine andere Weise, wie ich es vorher nicht kannte. Und dass ich eben dachte, dass ich manchmal auch zum Beispiel 3-4 Tage nicht geguckt habe und dann irgendwie das Gefühl hatte, ich vermisse die Figuren. Ich würde gern wissen, wie es mit Christopher oder wem auch immer weitergeht. Und deswegen habe ich die nächste Folge geschaut. Und ich meine, wer wirklich noch nichts von den Sopranos gehört hat, das spielt eben in New Jersey, also dem industriellen Vorort, Stadtgebiet von New York sozusagen, um es jetzt super banal runterzubrechen. Und dort geht es eben um die Sopranos, eben eine Familie sozusagen. Und der Hauptcharakter Tony Soprano, der von James Gandolfini gespielt wird, der durch diese Rolle auch ultra berühmt geworden ist, ist eben das Familienoberhaupt beider, sozusagen sowohl seiner leiblichen Familie mit Frau und 2 Kindern, aber auch eben seiner Mafia-Familie sozusagen. Und der Clou, der jetzt schon wieder super billig klingt, weil er seitdem dann 1000-mal kopiert und auch in Komödien verarbeitet wurde, ist eben, dass er zu einer Psychologin geht und mit einer Psychologin darüber spricht, dass er eine Panikattacke hatte. Mhm. Was ihm natürlich als so einen prototypischen männlichen, toxisch-männlichen Mann auch ganz offensichtlich schwerfällt. Mhm. Aber irgendwie merkt er, das ist eben das Interessante, sie hilft ihm sozusagen, aber sie hilft ihm nicht so, wie sie hofft, dass sie ihm hilft, dass er sozusagen gesund wird, sondern sie hilft ihm, ein besserer Krimineller zu sein, aber unabsichtlich. Ne? Also sie denkt, sie therapiert und er bedankt sich auch immer schön und kommt immer wieder zurück und so, jetzt übertrieben gesagt. Aber im Endeffekt nutzt er das, was er dort lernt, auch für seine kriminellen Machenschaften und für seine Machtsachen, aber auch nicht auf so eine Ich-bin-intrigant-Weise, sondern er denkt, er macht alles richtig. Also das ist irgendwie total cool und man kauft es diesen Figuren auch ab. Und es ist auch immer eine super kluge Reflexion auf so Amerika und Kapitalismus und alles, was damit zusammenhängt und Leistungsgesellschaft und so bestimmte Erwartungen und so solche Sachen, Muster, also das Thema Männlichkeit ist ganz wichtig, also was Männlichkeit bedeutet und was Gender bedeutet und so. Und in unserer Ringvorlesung ging es auch um Gender in Serien und so und die Darstellung davon. Und das ist einfach eine ultra kluge Serie und das Coole ist aber, das finde ich eben daran toll, die funktioniert einfach auch auf einer ganz normalen narrativen Ebene, weil sie sehr menschlich und plausibel ist. Und ich weiß zum Beispiel, dass ich irgendwann zum Beispiel, also so als Beispiel, meine Eltern haben ja keinen akademischen Hintergrund und nichts und haben eigentlich auch nie gerne Serien geguckt, weil sie eben dachten so, das ist irgendwie langweilig. Ne? Also sozusagen so normale Standardserien waren für die nichts. Und ich habe denen halt ab und zu so erzählt, hey, ich gucke gerade so eine Serie und ähnliches und habe denen dann irgendwann die Sopranos sozusagen dann geliehen oder geschenkt oder ich weiß nicht mehr genau, wie ich es gemacht habe. Nee, geschenkt, weil ich hatte sie ja selber nur geliehen, aber also habe ich es meinen Eltern geschenkt. Also habe ich ihnen nur so vorsichtig die erste Staffel geschenkt und haben wir die auch zusammengeguckt und ich war mir so unsicher, ob sie das gut finden oder nicht. Und dann eben irgendwann, als ich mit ihnen drüber geredet, meinten sie so, ja, ist total geil, wir sind schon in der 4. Staffel und gucken wir mal die ganze Nacht oder so, weil wir nicht aufhören können. Weil es funktioniert halt einfach auf so einer Ebene und es gibt auch ultra abgedrehte experimentelle Folgen, womit sowas wie unzuverlässigem Erzählen oder irgendwelchen konstruktivistischen Perspektiven auf Medien oder geguckt wird oder Rap-Musik reflektiert wird in ihrer Bedeutung für die amerikanische Gesellschaft und ähnliches mehr. Solche Dinge passieren da einfach selbstverständlich, aber es ist so gut und natürlich erzählt, dass es irgendwie Sinn macht vor dem Hintergrund, so dass man das gucken kann und damit was anfangen kann. Aber wenn man Spaß hat, kann man eben unendlich viel mehr dabei rausholen. Mhm. Und ich würde immer allen empfehlen, die das gucken, das ist ganz wichtig, bitte es im Original gucken. Ach so, ich dachte, sag ich bitte mindestens bis Folge 7 gucken. Nee, genau, nee. Ja, also man muss sich schon drauf einlassen, klar, es ist halt eine lange Serie, aber bitte guckt es im Original, weil ich kenne voll viele, denen ich das empfohlen habe und nicht dran gedacht habe und die haben es dann auf Deutsch geguckt. Und man muss wissen, es war eine der ersten Serien, wo die nach Deutschland sozusagen so geholt wurde. Und damals interessanterweise, das ZDF hat sich gedacht, ja cool, das scheint ja so ein Hochkulturphänomen zu sein, wir holen das jetzt in unser Programm und dann sollte das immer, glaube ich, um 22 Uhr laufen. Und das wurde von synchronisiert. Und weil es einfach so neu war, was da passiert, das ist witzig und dramatisch und alles zusammen, es ist einfach eine ganz vielschichtige Erzählung, haben die Leute gedacht, so, ah ja, guck mal, hier so ein Mafia-Typ, der zur Psychologin geht, das ist bestimmt witzig. Da haben sie halt so Leute als Sprecher gecastet und als SprecherInnen, die halt so hauptsächlich Komödien und so machen.
Und dann ist es, wenn man die deutsche Synchro guckt, halt unglaublich schlecht, weil die natürlich diese ganzen Charakterfacetten, die eigentlich diese Figuren haben, überhaupt nicht rausholen können. Toni wird gesprochen von Bastian Bastian. Ja, und ich weiß von einer, ja, nee, das wäre noch übertrieben, aber allerdings, aber ich weiß noch genau von einer, genau, ich weiß noch von einer Kollegin von mir, die gesagt, die auch ein Fan von den Sopranos ist, die hat gesagt, so, ja, ich habe jetzt meinen Freund überredet, dass wir uns die Sopranos komplett angucken. Und der wollte halt nicht Englisch gucken, weil er da nicht so fit ist. Deswegen haben wir es auf Deutsch geguckt. Und dann meinte er irgendwann so nach Folge 2 so, ey, ich weiß nicht, ob ich jetzt lachen soll oder nicht, weil irgendwie wird das, ist das irgendwie, scheint das so eine witzige Serie sein zu wollen. Aber manche Szenen funktionieren, die sind doch gar nicht witzig, aber dann reden die so, als ob hier ein Witz passiert wäre. Und das ist ja intuitiv genau das, was leider bei dieser Synchro falsch läuft. Also man muss es, das ist halt leider dadurch sehr exklusiv, ne, dass man sagen muss, man muss halt in Englisch drin sein. Dann reden die auch noch so ein Italo-Englisch der dritten Generation, dass man manchmal bestimmte Wörter nicht versteht und gucken muss, ach ja, das ist eine bestimmte Art von Wurst, die Leute gerne essen, und das ist aber sehr wichtig für die italienische Kultur in den USA. Also ich weiß noch, ich weiß, klingt immer blöd, aber als ich die Sopranos geguckt habe, hatte ich irgendwann ein Wörterbuch auf meinem Schreibtisch liegen und ich musste es halt auf meinem Laptop auf DVD gucken, weil ich keinen Fernseher mit DVD-Player hatte. Und dann hatte ich eben mein Wörterbuch da liegen, habe manchmal Dinge nachgeguckt und war immer sehr glücklich darüber, dass ich die nachgeguckt habe, weil damit vieles mir klar geworden ist. Ja, ist ja eigentlich so. Auch eine coole Motivation so. Genau. Aber man kann ja sicherlich auch Englisch mit deutschen Untertiteln, oder haben die Untertitel auch das Problem. Ja, tatsächlich schon. Die sind oft, also manchmal sind da auch wirklich Sachen viel zu verkürzt wiedergegeben. Okay. Also auch die Untertitel sind leider. Aber nicht Englisch, gut, englische Untertitel kann man eh immer empfehlen, würde ich eh immer machen. Genau. Ja. Aber ich denke, man kann sich aus dem Kontext erschließen. Ich habe es ja auch geguckt, ich habe jetzt kein einziges Wort nachgeguckt. Ja, ich meine, gut, wenn man jetzt nicht wenn man den Anspruch hat, jetzt jede Facette zu verstehen, dann braucht man das bestimmt, aber man kann schon genießen, ohne sich jetzt viel Stress zu machen. Du hast ja auch vorhin gesagt, man kann es auf verschiedene Arten genießen, je nach Level, dass man investieren will. Ja, so. genau. Und cool ist eben, dass es, ne, also zum Beispiel eben der, lustigerweise der Kumpel, der mir das ja damals geliehen und empfohlen hatte, guckt es ja jetzt wieder nochmal und erzählt mir dann immer wieder, wenn wir telefonieren oder so, was er da jetzt wieder Neues Geiles entdeckt hat. Und dann denke ich wieder, ja stimmt, das habe ich auch nicht gemerkt, jetzt müsste ich es eigentlich auch nochmal gucken. Das meine ich deswegen, cool. Also es hat so viele Ebenen und so. Ist auch einfach auf so einer ganz banalen Ebene unglaublich toll geschauspielert. Das sind teilweise auch einfach Schauspieler, Leute, die noch nie geschauspielert vorher haben, die aber perfekt zu diesen Rollen passen, wo man denkt, wo haben es die denn hergeholt, dass da jetzt jemand so perfekt diesen Charakter spielt, cool. Und so. Ne? Genau, also super, also so eine Empfehlung von mir, nur 96 Stunden eures Lebens wird das euch kosten. Ja, genau. Gibt es leider nicht zu streamen, ne? Ich. Ja, also das, HBO ist das ja, ne? Genau. Gibt es leider echt nicht zu streamen. Vielleicht bald bei, wie heißt das, was die HBO machen? Max. HBO, ja, ich weiß nicht genau, soll ja nach Deutschland kommen oder so, aber weiß man nicht. Aber inzwischen kann man diese DVD-Collections von den Sopranos wahrscheinlich auch irgendwo hier für 30 Euro kriegen, schätze ich mal. Oder so. Ja, man weiß ja immer nicht, ob's, kann man die bei Amazon auch kaufen, einzelne Folgen oder so? Wir machen hier keine Werbung für Amazon, aber ich glaube nicht. Nicht, also meine, nicht, weil ich würde mir jetzt nicht eine DVD-Box kaufen und dann weiß ich gar nicht, ob mir die Serie gefällt. Denn ich muss ja leider sagen, ich habe die Sopranos die erste Staffel geguckt und bin überhaupt nicht reingekommen. Mhm. Ich habe die ganze Staffel geguckt. Und vielleicht müssen wir auch mehr gucken, um es zu verstehen. Ich habe auch das Gefühl, ich bin ein bisschen zu, bin vielleicht zu jung im Sinne von, mir kommen halt diese Sachen, die revolutionär damals waren, nicht revolutionär vor, weil es danach so oft kopiert wurde und ich das halt schon kannte und das dann nicht so wertschätzen kann. Also ich kann natürlich wertschätzen, dass sie so vielleicht die Ersten waren oder dass die das Serienmedium so krass geprägt haben, aber das ändert halt nichts an meinem ästhetischen Genuss. Ja. Und ich muss halt einfach sagen, ich bin auch ein schwieriger Mensch bei Popkultur, glaube ich, weil es so viele Sachen gibt, die mir keinen Spaß machen, so inhaltlich. Also zum Beispiel eine Mafia-Narrative finde ich super uninteressant. Ich bin da überhaupt nicht drin, ich gucke keine Mafia-Filme, ich bin damit nicht aufgewachsen, ich habe da keinen Spaß dran, es langweilt mich ein bisschen auch. Und ich glaube, deshalb bin ich irgendwie nicht reingekommen. Ich habe versucht, der Serie eine Chance zu geben, vielleicht habe ich das nicht gemacht, aber ich habe immerhin eine Staffel geguckt. Ja, ja. Und ich fand es. Also ich will nicht sagen, dass es schlecht war, das will ich auf gar keinen Fall sagen, aber ich hype es einfach nicht. Für mich gehört es nicht zu den besten Serien, aber das mag unfair sein, weil ich, wie gesagt, vielleicht zu spät dran war, die zu gucken. Ich habe vor zwei Jahren geguckt. Ich habe ja schon gemerkt, dass wir es geschaut haben, dass ich gemerkt habe, ja stimmt, die erste Staffel ist natürlich tatsächlich, noch, da merkt man noch nicht so viel, das ist mir dann ja erst bewusst geworden, wie cool es ist, weil man natürlich schon vieles kennt. Und interessant ist, finde ich, also die Steigerung auch. Also es wird ja immer besser, weil die Leute, also das ist ja auch das Coole, dass sie dieses Niveau nicht nur
halten. Genau, nicht nur erfinden sozusagen, sondern auch noch sagen, wir gehen noch darüber hinaus. Also, ja, verstehe ich, aber wir haben ja immer wieder diesen selben Streit darüber, dass viele Leute sagen ja immer sowas, du musst eine Staffel gucken, dann wird es richtig gut, oder du musst mindestens 5 Folgen gucken. Mhm. Und ich bin halt immer so, ich sage dann so, wieso soll ich Zeit investieren für irgendwas, was mich nicht sofort catcht. Für mich muss halt eine Serie mich wenigstens ein bisschen catchen von der ersten Folge an. Ja. Ich meine, klar, Pilot-Folgen sind immer ein bisschen strange. Also die Pilotfolge von den Sopranos ist furchtbar schlecht. Ja. Sagen wir ab der zweiten Folge, weil wir wissen ja alle, dass es da auch immer so ProduzentInnen gibt, die dann vielleicht denken, wir müssen jetzt mal ein bisschen mehr Gewalt reinmachen. Ja, oder so. Genau. Aber ich bin nicht bereit, was zu investieren für was ich in meiner Freizeit mache. Also, das sage ich halt immer wieder. Es muss mich kriegen oder es kriegt mich nicht, weil ich meine, was habe ich denn zu verlieren? Also es ist ja nicht so, dass mir irgendwas, vielleicht entgeht mir was. Aber es entgeht mir ja nicht offensichtlich für mich was. Klar, weißt du? Aber und deshalb bin ich immer nicht bereit, Rebecca so viel zu investieren. Zukunft, die aus einer anderen Zukunft, die Sopranos gesehen hat, würde dir, das kann ich jetzt meine Hand ins Feuer legen, die würde dir sagen, Rebecca, verdammt nochmal, jetzt guck diese Serie, es wird dir was geben. Ja, aber du kannst mir halt nicht versichern, dass es diese Rebecca gibt. Doch. Na, das kannst du einfach nicht. Also, du weißt, dass mich interessieren alle Geschichten mit Mafia, mit Drogen, Handel und so ein Kram, so Banden, viele Männer. Ich weiß, es ist vielleicht auch interessant, diese ganze Toxic Masculinity-Debatte, aber ich will halt auch nicht Toxic Masculinity in its finest sehen. So. Ja, Keine Ahnung. Aber es ist ja das Scheitern dieser Toxic Masculinity. Bestimmt, das scheitert bestimmt, immer wieder sozusagen. Ich verstehe. Zum Beispiel die ganzen Leute, wenn sie nicht ein bestimmtes Bild von Männlichkeit hätten, würden sie einfach glücklich sein. So banal es klingt halt. Aber das weiß ich vielleicht auch schon. Also ich, vielleicht kann ich das auch, ich bin vielleicht auch zu, aber ich muss auch dazu sagen, ich wollte eigentlich die Serie nicht gucken. Paul hat gesagt, ich soll die unbedingt gucken, weil es die beste Serie der Welt ist. Dann habe ich angefangen, da war ich so, ja, so richtig ist es nicht mein Ding. Ich war auch mal sehr vorsichtig, weil ich wollte seinen Stolz nicht verletzen, seine Liebe für Sopranos. Seinen männlichen Stolz, nein. Ja, genau. Und dann hat Paul immer sowas gesagt wie, ja, du musst auf jeden Fall bis Folge 4 gucken, wenn du dann nicht, sei ruhig, Paul, wenn du es dann nicht magst, dann ist die ganze Serie nichts für dich. Dann habe ich bis Folge 4 geguckt, habe gesagt, das ist nichts für mich. Hat er gesagt, ich habe mich getäuscht, es war nicht Folge 4. Ja, das stimmt. Das war Folge das 7. Stimmt. Oder sowas? Doch, Folge 7. Jetzt weiß ich es nämlich ganz genau. Folge 7. Dann habe ich Folge also für 7 die Leute, die es, Fußnote für alle, die die Sopranos kennen, das ist die Folge, wo Tony mit seiner Tochter auf Kräutersuche geht, eine der besten Folgen ever. So. Dann habe ich die Folge geguckt, habe gesagt, das war noch nicht so richtig mein Ding. Und dann hat er gesagt, du musst doch mindestens die zweite Staffel noch gucken. Und dann bin ich ausgestiegen, weil ich investiere noch nicht 20 war aber, Folgen meiner Lebenszeit, damit es mir vielleicht gefällt. Und du kannst einfach nicht sicher wissen, dass Rebecca in einer Parallelwelt, die das geguckt hätte, glücklicher wäre als Rebecca, die jetzt hier in dieser Welt. Ich bin mir dessen super sicher. Aber das kannst du einfach. Ja, aber ich vertraue dir auch nicht mehr, seit du das gesagt hast in der 7. Folge. Ja, das stimmt. Ich habe wirklich unterschätzt, wie alt. Ich meine, es ist halt einfach jetzt über 20 Jahre alt. Aber ich bin auch wirklich sehr spezifisch in meinem Geschmack. Ich mag vieles nicht. Aus schlechten Gründen. Ich bin da schwierig, ich weiß das einfach. Aber es ist auch mein fucking Freizeitvergnügen. Da kann ich machen, was ich will. Das stimmt. Und ihr jetzt auch, denn ich glaube, wir sind für heute fertig, oder? Auf jeden Fall. Ja, jetzt kennt ihr uns besser, als wir uns selbst vorher kannten, tatsächlich. Ja, wir haben uns selber auch vorher kennengelernt. Ja, eben, genau. Ne? In einem Splittergottes, der in uns gefahren ist. Ja. In dem wir die Sopranos gesehen haben, was? Okay, gut. Dann bis zum nächsten Mal mit einer vielleicht eher konventionelleren Folge. Ja, vielen Dank fürs Zuhören, was ihr dabei geblieben seid so lange. Danke. Tschüss.